Jeder zweite Deutsche nimmt regelmäßig Medikamente. Die Patienten vertrauen den Versprechen der Pharmaindustrie. Der auch in der Öffentlichkeit immer noch vorherrschende Irrglaube, ein Arzneimittel, was zugelassen ist, ist sicher, ist eindeutig nicht richtig. Mindestens 16.000 Menschen sterben allein in Deutschland jährlich durch Nebenwirkungen von Arzneimitteln. Werden Risiken verschwiegen? Meine Frau könnte heute noch leben, wenn Pfizer rechtzeitig informiert hätte über die Risiken des Medikaments, das meine Frau eingenommen hatte. Insider erheben schwere Vorwürfe gegen eine Milliardenindustrie. Sie verkaufen ihnen gefährliche Medikamente, um Geld zu machen. Nichts anderes. Falls Sie denken, dass die Pharmaindustrie Medikamente auf den Markt bringt, um ihnen zu helfen, vergessen Sie es. In der Nähe von Köln, bei Bahnkilometer 26,3, legt sich die 49-jährige Monika Kranz auf die Bahngleise. Für ihren Mann ist ihr Selbstmord bis heute unfassbar. Sie war so eine sehr, sehr fröhliche Frau. Und das würden auch all ihre Freunde und Bekannte bestätigen. All die Menschen, die sie kannten, die waren total geschockt und dachten auch, das kann doch nicht sein, gerade nicht die Monika. Sie war doch so eine lebhafte Frau. Monika Kranz hatte gerade erst geheiratet, bereitete sich auf ihren 50. Geburtstag vor. Dieses Foto entstand kurz vor ihrem Selbstmord. Sie hatte gerade ihre Arbeitsstelle verloren. Monika Kranz fühlte sich gelegentlich betrübt und antriebsschwach. Ein Arzt verschreibt ihr ein Mittel, das ihre Stimmung aufhellen soll. Das Medikament Zoloft, ein Antidepressivum. Doch nun geht es Monika Kranz statt besser immer schlechter. Sie war verschlossener und war aber auch nachts halt unruhig, hatte Schweißausbrüche gehabt und sie hatte so eine innere Unruhe. Monika Kranz leidet unter den Nebenwirkungen des Medikaments. Nach 2 Wochen Einnahme von Zoloft bringt sie sich um, hinterlässt ihrem Mann und ihrer Tochter nicht mal einen Abschiedsbrief. Das Präparat Zoloft des Herstellers Pfizer gehört zu einer Gruppe von neueren Antidepressiva. Sie sollen Hirnfunktionen aktivieren und so Depressionen bekämpfen. Doch solche Antidepressiva können eine besonders gefährliche Nebenwirkung entfalten, warnen Experten. Eine, die uns hier besonders große Probleme und Sorgen bereitet hat, auch bei der Arzneimittelkommission, ist eine zwar seltene, aber dafür sehr gravierende und unter Umständen tödliche Nebenwirkung. Und das ist die Erzeugung oder Verstärkung von Selbstmordtendenzen. Das kann tödlich ausgehen. Selbstmord als Nebenwirkung? Als Monika Kranz 2005 Zoloft einnimmt, steht davon nichts im Beipackzettel. Nach dem Tod seiner Frau beginnt Lothar Schröder nachzuforschen. Ein paar Tage nach dem Tod meiner Frau habe ich einfach mal im Internet geschaut, ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen dem Medikament, was sie zuletzt genommen hat, und dem Suizid, dem Selbstmord meiner Frau. Und ich habe aber jetzt nicht das deutsche Wort eingegeben, sondern das englische Wort Suicide und Zoloft. Und habe dann sofort im Internet jede Menge englischsprachige Dokumente gefunden und Seiten von Anwaltskanzleien, die Kläger in den USA vertreten, denen das Gleiche passiert ist wie meiner Frau.
Tatort Albuquerque, New Mexico, 25. September 2003. Mark Rimbert bricht weinend zusammen. Sein Vater ist Amok gelaufen. Eigentlich wollte er seine Eltern besuchen. Als er deren Haus betritt, ahnt er nicht, was ihn dort erwartet. Mein Vater saß am Küchentisch und hatte sich erschossen. Ich bin dann weitergegangen und habe nach meiner Mutter gesucht und habe sie dann erschossen im Schlafzimmer gefunden. Auf dem Tisch finden die Ermittler eine Medikamentenflasche. Es ist Prozac, das bekannteste Antidepressivum in den USA, hergestellt von der Firma Lilly. Vom gleichen Wirktyp wie das Pfizer-Präparat Zoloft. Der Vater von Mark Rimbert war ein rechtschaffener Bürger, nie straffällig. Seine Familie bedeutete dem mehrfachen Großvater alles. Das Antidepressivum hatte er nur wenige Wochen eingenommen. Seit kurzem war Marks Vater Rentner. Damit kam er noch nicht zurecht. Prozac sollte ihm helfen. Ich glaube, dass er Prozac einnahm. Hatte viel mit seinem geistigen Zustand und seiner Stabilität zu tun, zu diesem Zeitpunkt. Denn ich glaube nicht, dass er das ohne Prozac getan hätte. Prozac von Lilly, Zoloft von Pfizer. Zwei Antidepressiva des gleichen Wirktyps. Und mit gleichen Nebenwirkungen. Lothar Schröder ist überzeugt, dass Zoloft seine Frau in den Tod trieb. Er will gegen den Pharma-Riesen klagen. Jetzt habe ich einen Anwalt eingeschaltet und wir werden gegen Pfizer klagen und fordern Schadenersatz und Schmerzensgeld. Auch Mark Rimbert in den USA zieht jetzt vor Gericht. Sein Gegner ist der Hersteller Lilly. Diese Antidepressiva zerstören Persönlichkeiten, behaupten seine Anwälte. Dieser Mann war niemals selbstmordgefährdet. Zweitens war der Selbstmord gewalttätig, in diesem Fall sicher. Der Mann hat sich mit einer Waffe erschossen. Drittens war der Mann besessen von dem Gedanken, sich umzubringen. Das ist hier klar der Fall. Denn er hat 5-mal auf seine Frau geschossen, er hat seinen Hund erschossen und dann hat er sich selbst erschossen. Und dieser Mann war in seinem Leben noch nie gewalttätig. Und er war auch nie selbstmordgefährdet. Prozac geriet bereits wenige Jahre nach seiner Einführung in die Kritik. 1991 kommt es zu einer Anhörung bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA. Dutzende Prozac-Opfer berichten über Suizide und Tötungen. Ich versuchte, vor meinen 5 Kindern Selbstmord zu begehen. Ich wusste nicht, was ich tat. Alles, was ich weiß, ist, dass mein Mann mir die Waffe wegnahm und meine Kinder aus dem anderen Raum zusahen. Nachdem meine Frau 21 Tage Prozac genommen hatte, erschoss sie unsere beiden Jungen. Dann richtete sie die Waffe gegen sich, schoss 2-mal. Meine Schwester hätte sich niemals vor ihrer kleinen Tochter umgebracht. Sie hätte es nie getan. Prozac brachte sie dazu, es zu tun. Dennoch bleibt das Medikament auf dem amerikanischen Markt. Lilly will in den 80er Jahren auch den europäischen Markt erobern. Zuerst Schweden. Die Kontrollbehörden gelten als besonders sorgfältig. Lillys Plan, so Insider, wenn das Mittel in Schweden zugelassen wird, dann ziehen Länder wie Deutschland und Großbritannien nach. Milliardengewinne wären garantiert. Dafür seien Lilly fragwürdige Methoden recht gewesen, sagen Experten. Lilly hat dafür gesorgt, dass zum einen Risikodaten, zum Beispiel über die Erzeugung von Suizidalität oder auch aggressiven Zuständen und so weiter, möglichst nicht an die Öffentlichkeit kamen. Sie hat Kollegen, die solche Daten hatten, massiv bedroht, juristische Konsequenzen angedroht. Und sie hat natürlich auch, wie andere Hersteller, dafür gesorgt, dass Studien, die nicht
oder deren Ergebnisse nicht in ihrem Interesse waren, gar nicht veröffentlicht wurden. Dieser Mann kennt das alles, verfügt über Wissen aus erster Hand. John Wirepin war jahrelang Geschäftsführer von Lilly in Schweden. In einem Banksafe bewahrt er Beweise auf. Seine Aufgabe, erklärt er uns, war es, Medikamente mit massiven Nebenwirkungen in den Markt zu drücken. Heute ist er abgetaucht, fürchtet um sein Leben. Erstmals geht er vor die Kamera. Ich bin ein Insider und wegen der Dinge, die ich sage, habe ich viele Feinde. Und das ist die einzige Absicherung, die ich habe. Wovor haben Sie Angst? Ich habe Angst davor, dass Sie mir, meiner Familie oder meinen Freunden Schaden zufügen könnten. Diese Leute sind zu allem fähig. Der ehemalige Lilly-Geschäftsführer behauptet, er habe den Auftrag bekommen, für die Zulassung des Prozac-Wirkstoffs zu sorgen. Dafür habe er Wissenschaftler und Behörden bestochen. Das soll so gelaufen sein. John Wirepin sucht bei der schwedischen Zulassungsbehörde nach einer schwachen Stelle. Er findet sie. Ein Wissenschaftler, einflussreich und bestechlich. Er spioniert seine Vorlieben aus, lädt ihn in Nobelrestaurants ein. Ich hofierte ihn. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich sicher fühlte. Dann habe ich ihn gefragt. Ich sagte ihm, ich weiß, dass Sie der Mann sind, der für dieses Medikament zuständig ist. Was wäre nötig, damit Sie die Zulassung beschleunigen? Er lachte. Und er sagte, also Geld ist immer gut. Ich sagte, prima. Wie viel Geld wollen Sie? Er antwortete, so 50.000 Kronen jetzt und wenn der Job erledigt ist, zahlen Sie die anderen 50.000 Kronen. Das waren zusammen gerade mal 20.000 Dollar. Ein Schnäppchen, erinnert sich Wirepin. Jetzt will er bei der Zulassungsbehörde noch einen hohen Einführungspreis aushandeln. Das gelingt. Alles läuft nach Plan. Doch dann gibt es Schwierigkeiten bei einer Zulassungsstudie. Eine Woche nachdem die Studie begonnen hatte, haben zwei Patienten versucht, Selbstmord zu begehen. Panik brach aus. All diese amerikanischen und britischen Mediziner kamen zu mir ins Büro gerannt, um darüber zu beraten, was jetzt zu tun sei. Ich denke, dass diese Studie abgebrochen wurde. Denn es zeichnete sich ab, dass die Nebenwirkungen bekannt werden würden. Bad Homburg, der deutsche Sitz des Pharma-Riesen Lilly. Wir wollen von Lilly wissen, wann die Firma von den Nebenwirkungen wusste. Kein Interview. Schriftlich teilt man uns ganz allgemein mit, dass für das Unternehmen, Zitat, die Qualität seiner Produkte und Sicherheit der Patienten an erster Stelle stehen. Wir fragen weiter nach, ob Bestechung bei der Zulassung in Schweden im Spiel war. Keine Antwort. Das Bundesinstitut für Arzneimittel. Hier entscheiden Beamte darüber, ob ein Medikament in Deutschland zugelassen wird. Lilly versucht auch bei der deutschen Behörde das Antidepressivum durchzusetzen. Frontal 21 liegt ein internes Gesprächsprotokoll zwischen Lilly-Mitarbeitern und Vertretern des damaligen Bundesgesundheitsamtes vor. Demnach sieht die deutsche Behörde erhebliche Sicherheitsmängel. Im Vergleich zu älteren zugelassenen Wirkstoffen gäbe es, so wörtlich, ein Increased Suicidal Risk, ein erhöhtes Selbstmordrisiko. Die deutsche Behörde lehnt die Zulassung 1988 ab. Etwa ein Jahr später lässt sie das Medikament dennoch auf den deutschen Markt. Ich denke, dass die Betrügereien einfach weitergegangen sind. Jemand im deutschen Bundesgesundheitsamt muss bezahlt worden sein. Das vermute ich. Ich bin mir nicht sicher. Aber nach allem, was ich weiß, ist dies in anderen Ländern geschehen. Deshalb finde ich es nicht merkwürdig, dass es auch in Deutschland passiert ist. Wir fragen nach bei der Behörde und wollen wissen, ob tatsächlich Korruption im Spiel war. Kein Interview. Schriftlich erklärt man,
Es liegen uns keinerlei Hinweise vor, die bezüglich dieses Zulassungsverfahrens einen Korruptionsverdacht gegen Mitarbeiter des BGA zuließen. Auch Solof der Firma Pfizer ist in Deutschland zugelassen. Es ist vom gleichen Wirktyp wie Prozac. Die verstorbene Frau von Lothar Schröder nahm Soloft. Als sie sich im April 2005 das Leben nahm, stand auf dem Beipackzettel nichts von einem Selbstmordrisiko. Erst später erfuhren deutsche Patienten davon. Es ist verständlich, dass Firmen eine Information, das Mittel macht Suizide, nicht gerne haben und sich dagegen wehren und alle Tricks benutzen, um zu verhindern, dass die Information in eine direkte Warnung an Patienten übersetzt wird. Und anscheinend waren sie da erfolgreich. Bei Pfizer ist man in Partylaune. 531 Millionen Dollar hat die Firma 2007 weltweit mit Antidepressiva wie Soloft umgesetzt. Im neuen Historischen Museum Berlin feiert der Pharmakonzern im großen Stil den Umzug in die Hauptstadt. Kein Interview. Auf unsere Frage, seit wann die Firma von dem Selbstmordrisiko wusste, heißt es in einer E-Mail lediglich: Im Oktober 2005 wurden die deutschen Texte entsprechend geändert. Mehr als 10 Jahre nach deutlichen Warnungen. Für Monika Kranz kam der Hinweis im Beipackzettel zu spät. Nur um wenige Monate. Vertuschung, Bestechung, Manipulation. Schwere Vorwürfe. Die Pharmaindustrie gibt, schätzen Experten, nur 10% ihrer Einnahmen für Forschung aus. 40% dagegen für die Vermarktung. Werden dabei Patienten getäuscht? Lothar Schröders Frau erfährt seinerzeit aus der Apothekenumschau von den neuen Antidepressiva. Daraufhin geht sie zum Arzt, lässt sich Soloft verschreiben. Ihr Mann hält die Zeitschrift heute für mitverantwortlich am Tod seiner Frau. Also ich glaube heute, dass die Information, die in der Apothekenumschau veröffentlicht wurde, genannt wurde, nicht objektiv ist, dass die sehr stark von der Pharmafirma, von den Pharmafirmen beeinflusst wird und dass das dort mehr oder weniger unkritisch die Werbebroschüren der Pharmafirmen weiter wiedergegeben werden. Lassen Verlage so etwas tatsächlich zu? Wir treffen den Marketingmanager einer der größten deutschen Pharmafirmen. Ginge er offen vor die Kamera, fürchtet er, wäre er seinen Job los. Die Pharmaindustrie und die Verlage pflegen, so sagt er, enge Beziehungen. In den Zeitungen und Zeitschriften werden nicht zufällig Artikel abgedruckt. Die Pharmaindustrie ist ein großer Anzeigenkunde. Wir geben Artikel in Auftrag oder lassen unsere Professoren in unserem Sinne Texte schreiben. Man ruft den Anzeigenleiter an und der organisiert, dass die Artikel dann gedruckt werden. Sogar bei der Apothekenumschau, die sich ja gern so unabhängig gibt, konnten wir schon unsere Experten unterbringen. Lesen, was gesund macht. So wirbt die preisgekrönte Apothekenumschau. Rund 19 Millionen Menschen lesen sie, eine der auflagenstärksten Zeitschriften. Können Pharmafirmen hier wirklich Einfluss nehmen? Ist es sogar möglich, in solchen Massenzeitschriften für verschreibungspflichtige Arzneien zu werben? Laut Gesetz ist das verboten. Wir wollen das herausfinden. Gründen zum Schein eine Pharmafirma. Der Name? Agen Pharmaceuticals. Er ist frei erfunden. Dazu denken wir uns ein Medikament aus. Ein Antidepressivum soll es sein. Volazin heißt unser Fantasieprodukt, für das wir eine Hochglanzbroschüre erstellen. Unser Werbeslogan? Das erste Antidepressivum, das weniger verspricht, weniger Nebenwirkungen. Wir erfinden auch eine wissenschaftliche Studie samt Erfolgskurve und behaupten schlichtweg, Volazin macht Genesung leichter. Für unsere Scheinfirma mieten wir ein paar Tage lang Büroräume an. Wir nehmen Kontakt auf mit der Apothekenumschau und Anzeigenberatern zahlreicher großer Verlage. Wir geben vor, dass wir für unser verschreibungspflichtiges, noch nicht zugelassenes Medikament eine groß angelegte Werbekampagne starten möchten.
Wir drehen mit versteckter Kamera, bitten um Beratung. Und tatsächlich. Alle eingeladenen Anzeigenberater erscheinen. Sie kommen aus ganz Deutschland. Zuerst die Vertreterin der Apothekenumschau. Sie will uns davon überzeugen, dass sich eine Kampagne für unser Medikament vor allem in der Apothekenumschau lohnt. Es ist nicht zu unterschätzen, dass die Zeitschrift in der Apotheke an die Patienten abgegeben wird. Der Apotheker hat doch einen sehr hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Viele glauben doch, mein Apotheker würde nichts abgeben, was nicht stimmt. Ich meine, insofern ist die Glaubwürdigkeit der Anzeige einfach höher. Wir fragen, ist es möglich, die Redaktion zu beeinflussen? Wenn Ihr Medikament was Neues ist, dann mache ich die Redaktion darauf aufmerksam und die Redakteure schreiben dann was dazu. Aber ich sage ganz ehrlich, dass das nur gemacht wird, wenn Sie tatsächlich eine Anzeige schalten. Das ist dann der Deal. Eine vierfarbige Seite beispielsweise kostet in der Apothekenumschau 57.470 Euro. Wir würden Ihnen aber dann ein Paket schnüren. Und dann wollen wir noch wissen, ob wir ins Paket auch unsere eigenen Wissenschaftler einbringen können. Das ist kein Problem. Ich weiß, dass die Firma Pfizer auch schon mal mit ihren Meinungsführern zum Redaktionsgespräch bei uns war. Das war ein super Gespräch. Und später gab es dann einen dementsprechend positiven Artikel. So offene Bereitschaft erstaunt uns. Wir zeigen die Aufnahmen Experten für Patientenschutz. Ich bin wirklich überrascht, wie leicht das ist. Wir sind in der Vergangenheit schon auf einige solche Beispiele gestoßen. Meistens kann man das ja aber gar nicht nachweisen, dass Pharmafirmen direkt dahinter stecken. Und mit welcher Leichtigkeit sich Redaktionen der Pharmaindustrie hingeben, das hat mich wirklich geschockt. Gerade die Apothekenumschau wird ja von vielen älteren Menschen gelesen und Patienten gelesen, die eben, weil sie in der Apotheke sind, eben die Umschau mitnehmen. Und deswegen ist das besonders verwerflich, denn von einer solchen Zeitschrift würde ich natürlich erwarten, dass sie einen hohen Anspruch an ihre Unabhängigkeit von der pharmazeutischen Industrie auch in ihrer Praxis umsetzt und nicht nur im Schilde führt. Wir fragen nach. Der Wort- und Bildverlag, bei dem die Apothekenumschau erscheint, betont seine Unabhängigkeit und stellt fest, Zitat, dass eine Platzierung redaktioneller Inhalte durch Unternehmen oder Personen mit gewerblichen Interessen im Sinne einer neutralen und sachlichen Berichterstattung ausgeschlossen ist. Und weiter heißt es, eine Möglichkeit, in unseren Magazinen gezielt firmennahe Wissenschaftler einzubringen, besteht nicht. Wir bekommen wieder Besuch. Diesmal erscheint eine Vertreterin von Condé Nast, dem Verlag für Hochglanzmagazine wie Vanity Fair, Myself, Glamour und Vogue. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Werbung für rezeptpflichtige Arzneimittel nicht erlaubt ist. Für sie kein Problem. Zumal wir versichern, Geld spiele keine Rolle. Prompt hat sie eine Lösung parat. Wir gestalten Ihnen eine Promotion-Anzeige. Ganz klein, kaum lesbar steht da Promotion drüber. Die Leute merken das nicht, lesen das wie einen normalen Artikel. Sie stellen uns Bildmaterial und Text zur Verfügung. Wir haben eine ganze Abteilung, die das dann zum Beispiel für die Vogue oder Myself gestaltet. So ist es easy für Sie. Die Leser denken dann, ach, das ist ja interessant, was über Depressionen. Ich lasse Ihnen dazu mal einen Layout-Vorschlag zuschicken. Nur wenige Tage später kommt der versprochene Vorschlag für die Kampagne unseres erfundenen Medikaments Volazin. So könnte die Anzeige aussehen, die in der Vogue erscheinen würde. Man schlägt uns für unser Antidepressivum ein eigenes Konzept vor. Darin heißt es, das Themenfeld Depressionen und die damit verbundenen Einschränkungen in der Lebensqualität werden ausführlich behandelt. Damit schaffen wir eine gelungene Überleitung zu Volazin. Man schlägt uns eine Wiederholung in mehreren Ausgaben vor, für die maximale Verbreitung. Und weiter heißt es, durch O-Töne von Experten, Mediziner, Forscher und zusätzliche Tipps wird die Leserin optimal mit der Thematik vertraut. Die Seiten werden im Vogue-typischen Redaktionsstil getextet und sind damit perfekt auf die Vogue-Leserschaft zugeschnitten. Für Verbraucherschützer wäre all das ein klarer Gesetzesverstoß. Eine als Artikel getarnte Anzeige ist Verbrauchertäuschung, weil dem Verbraucher suggeriert wird, er bekäme hier ein recherchiertes Produkt einer Zeitschrift und in Wahrheit ist es Werbung.
Und wenn es sich um ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel handelt, ist es auch noch verboten, denn in Europa darf für verschreibungspflichtige Arzneimittel nicht geworben werden. Wir fragen nach bei Condé Nast. Schriftlich antwortet man, Zitat, es ist nicht möglich, Anzeigen oder Promotion-Anzeigen für verschreibungspflichtige Medikamente zu schalten, da wir nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Und weiter, sollte ein derartiger Fall vorgekommen sein, kann es sich nur um einen individuellen Fehler handeln, der sich unserer Kenntnis entzieht. Dann besucht uns ein Anzeigenberater des Bauer Verlags, des größten Zeitschriftenverlags Europas. Titel wie Tina, Laura, Neue Post, Auf einen Blick und TV-Movie erzielen Millionenauflagen. Wir weisen ihn auf das Werbeverbot für verschreibungspflichtige Arzneimittel hin. Auch er weiß Rat. Wir regeln das so. Wir machen dann ein redaktionelles Special, ein Gesundheitsspezial. Das ist dann tatsächlich eine Auftragsarbeit von Ihnen. Das könnte in der Tina, der Laura oder auch in der TV Hören und Sehen erscheinen. Steht da denn Anzeige drüber? Nee, darauf sollte man lieber verzichten. Hätten wir redaktionell freie Hand? Genau. Es wird kein Wort erscheinen, das Sie nicht freigegeben haben, weil es für uns quasi eine Auftragsarbeit ist, die wir auch in Rechnung stellen würden. Verbraucherschützer kennen solche Methoden und sind machtlos. In der Regel geht so eine Anzeige ein-, zwei-, dreimal durch. Und bis wir sie entdecken und abgemahnt haben, ist in der Regel die Kampagne auch abgeschlossen. Insofern ist es für den Verlag relativ risikolos, danach dann Unterlassung zu erklären, uns gegenüber. Von daher kommen wir leider mit unseren Instrumenten immer etwas zu spät. Auch beim Bauer Verlag fragen wir nach. Zitat: In der Bauer Verlagsgruppe gibt es eine klare Anweisung der Geschäftsleitung, dass Anzeigen und redaktionelle Berichterstattung nicht miteinander vermischt werden dürfen. Über redaktionelle Beiträge entscheiden allein und eigenständig die Redaktionen. Auf dem Pharmamarkt herrscht ein erbitterter Wettbewerb. Um jeden Patienten wird gekämpft. Die Industrie entwickelt immer neue Verkaufsstrategien. Das ist der 7-jährige Dominik. Ein quicklebendiges Kind, manchmal kaum zu bändigen. Aber er hat Schwierigkeiten, sich länger zu konzentrieren. Ärzte diagnostizierten schnell ADHS, das sogenannte Zappel-Philipp-Syndrom, verschreiben ihm ein Medikament. Danach geht es dem Jungen immer schlechter. Er weinte viel, war anhänglich, zum Teil, dass wir dachten, wenn es so weitergeht, geht er Richtung Depression, Übelkeit, Erbrechen. Er hat kaum zugenommen. Das Medikament heißt Stratera und soll zapplige Kinder und Jugendliche den ganzen Tag lang ruhig halten. Tausende Kinder nehmen Stratera in Deutschland. Weltweit sind es 3,5 Millionen. Für die Pharmafirma Lilly ein Riesengeschäft. Das wird ja eingesetzt bei im Prinzip im Wesentlichen gesunden Kindern. Die sind nur zappelig, unruhig, können sich schlecht konzentrieren. Das hat oft keinen Krankheitswert, das ist nervig für die Umwelt. Es ist sehr fragwürdig, Kinder mit solch stark wirksamen Medikamenten zu behandeln, mit erheblichen Nebenwirkungen. Ist ja nicht nur die mögliche Selbstmordneigung, es gibt noch weitere schwerwiegende, unerwünschte Wirkungen. Das steht in keinem Verhältnis zu dem äußerst zweifelhaften Nutzen dieses Medikaments. Denn die Liste der Nebenwirkungen von Stratera ist lang und bekannt beim Bundesinstitut für Arzneimittel. Es gab 234 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Stratera seit der Einführung im Jahr 2005. Darunter Herzschwächen, Hörstürze, Suizidgedanken bei Kindern und Jugendlichen. Laut Behördenliste starben 4 Kinder. Das jüngste Kind war 3 Jahre alt. Todesursachen: Selbstmord, Herzinfarkt, Gehirnschlag. Der 17-jährige Tom bekam jahrelang von seinen Eltern Stratera. Er will nicht erkannt werden. Das Medikament, sagt er, habe seine Persönlichkeit, sein Selbstvertrauen zerstört. Schließlich dachte er sogar an Selbstmord. Er sucht Hilfe bei einem Psychologen. Wer das Medikament anpreist, der hat wirklich keine Ahnung.
Man beeinflusst einen Menschen so stark. Das ist ja nicht wie ein Schmerzmittel oder ein Energydrink. Das Zeug ändert dich von Grund auf. Vom ganzen Körper, von deiner Lebenseinstellung her. Meine Eltern waren sich gar nicht im Klaren darüber, was das bedeutet. Zum Schluss habe ich mich gefühlt, wie wenn man an der Klippe steht und nur noch überlegt, springen oder nicht. Und viel hat da nicht mehr gefehlt. Als sich solche Fälle häufen, warnt Lilly 2005 in einem sogenannten Rote-Hand-Brief vor erhöhtem Selbstmordrisiko. Die Firma fordert die Ärzte auf, Patienten und Eltern, Erziehungsberechtigte, sollten auf das Risiko, suizidale Verhaltensweisen und mögliche Anzeichen und Symptome hingewiesen werden. Viele besorgte Eltern suchen im Internet Expertenrat zum Zappel-Philipp-Syndrom. Dabei stoßen sie auf Selbsthilfegruppen wie ADHS Deutschland. Im Zentrum für Sozialpolitik in Bremen untersuchen Wissenschaftler solche Internetseiten. Auch die von ADHS Deutschland. Diese Selbsthilfegruppe informiert über Medikamente wie Strattera. Aber nicht vollständig, sagen die Bremer Wissenschaftler. Weiterhin ist es aufgefallen, dass zum Beispiel der Rote Handbrief, also eine Information mit einem Warnhinweis zu Strattera, dass es diesen Hinweis nicht gibt auf der Seite. Den haben wir auf anderen Homepages durchaus gefunden, den Hinweis eben, dass es eine Warnung gibt zu Strattera. Eine Selbsthilfegruppe, die einen Warnhinweis verschweigt? Wir suchen eine der Beratungsstellen von ADHS Deutschland auf. Wollen wissen, ob wenigstens im persönlichen Gespräch auf die Risiken hingewiesen wird. Wir drehen mit versteckter Kamera, geben uns als ratsuchende Eltern aus. Unser 17-jähriger Sohn leide an ADHS, dem Zappel-Philipp-Syndrom. Was ist zu tun? Strattera, würde ich sagen, gerade in der Altersgruppe, ist momentan das Mittel erster Wahl. Strattera wird ja gerade unheimlich gepusht. Lilly, die Firma, macht unheimlich viel Reklame. Das Tolle daran ist natürlich, dass die Ärzte es im Prinzip frei verordnen können, dass es nicht an das Betäubungsmittelgesetz gebunden ist. Das heißt, man hat keine Probleme, überhaupt eine Verschreibung zu kriegen. Wir fragen nach den Nebenwirkungen. Och ja, angeblich so 1 bis 2 Fälle von möglichen Selbstmorden, aber das haben ja Hunderttausende genommen. Und außerdem sind sonst wirklich keine gravierenden Nebenwirkungen bekannt. Und zum Schluss noch ein Hinweis. Wenn Sie Informationen brauchen, können Sie auch gerne mal auf die Seite von Lilly gucken. Also da gibt es sehr, sehr viel Informatives und auch alle möglichen Ansprechpartner zu ADHS. Die Infos sind ganz toll aufbereitet. Lilly versorgt uns ja auch mit Informationsmaterial. Das wollen wir genauer wissen. Bekommt die Selbsthilfegruppe womöglich Geld von Lilly? Auf Anfrage gibt ADHS Deutschland zu, man habe im vergangenen Jahr insgesamt 6.500 Euro erhalten. Die Selbsthilfegruppen sind von der Pharmaindustrie so Mitte der 1980er Jahre entdeckt worden als Marketingagenten. Wenn sie finanziert werden, geben sie den Finanzierern zurück, dass sie für deren Produkte werben. Und auf diese Weise wurde die Selbsthilfe von der Pharmaindustrie korrumpiert. Nicht alle, aber viele Selbsthilfegruppen sind nicht besser als verlängerter Arm der Pharmaindustrie. Selbsthilfegruppen als verlängerter Arm der Pharmaindustrie? Wir schauen uns noch einmal die Internetseite von ADHS Deutschland an. Im Vorstand ist der Kinderarzt Klaus Grotzki. Hier als Dozent bei einer Fortbildung für angehende Kinder- und Jugendärzte in Frankfurt. Von den schweren Strattera-Nebenwirkungen erfahren die Zuhörer nichts. Nur von Appetitlosigkeit ist die Rede. Wir fragen den Kinderarzt, warum er das Selbstmordrisiko bei Strattera unerwähnt lässt. Es hat Suizidgedanken gegeben und es hat einzelne Fälle gegeben, die sind aber von der Höhe und von der Häufigkeit überhaupt nicht relevant. Wir fragen nach,
Bekommt er Geld vom Stratera-Hersteller Lilly? Ich habe für die Arbeiten gemacht, das heißt Vortrag gehalten und bin im Advisory Board bei der Firma. Das heißt, ich berate mit und dafür. Aber sind Sie dann noch unabhängig? Das glaube ich schon. Ich bin bei allen anderen Firmen auch im Advisory Board, weil die natürlich Leute suchen, die auf dem Gebiet arbeiten. Unabhängige Mediziner halten solche Kollegen für unglaubwürdig. Wenn Sie Kontakte zur pharmazeutischen Industrie haben, werden diese Kontakte zwangsläufig dazu führen, dass Ihre Meinung und Ihr Urteil geprägt ist. Sie haben einen Interessenkonflikt und Sie wären für mich als Kollege keine glaubwürdigen Informanten über diese neuen Arzneimittel. Solche Experten sind das, was wir in unserem Slang als Mietmäuler bezeichnen. Sie reden das, was ihnen vorgesetzt wird, nicht um den Patienten oder die Ärzte zu informieren, sondern um ihnen Fehlinformationen blumenreich zu vermitteln. Auf dem milliardenschweren Pillenmarkt werde mit unlauteren und kriminellen Methoden gearbeitet. Die Pharmaindustrie habe ein Netz der Korruption gespannt, sagen Kritiker und Fahnder. München, Razzien. Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchen die Büros verschiedener Pharmafirmen. Der Verdacht? Bestechung von tausenden Klinikärzten. In den vergangenen Jahren wurden allein in Bayern 14.500 Strafverfahren eingeleitet. Die meisten werden eingestellt. Doch nur wenige Beschuldigte landen vor Gericht. Die Pharma-Manager kommen in aller Regel ungeschoren davon, klagt ein Fahnder. Die Pharmaindustrie kann ganz entspannt den Ermittlungsbehörden, den Polizeien, den Staatsanwaltschaften, den Gerichten entgegensehen, weil es hat noch keine Verurteilung in Deutschland gegeben, die auf Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr, auf Korruption durch die Pharmaindustrie zurückzuführen ist, die auch eine Abschreckung darbieten könnte. Also die Pharmaindustrie kann in Deutschland eigentlich machen, was sie will. Seit Jahren kämpft der Korruptionsspezialist Uwe Dollata gegen die Machenschaften der Pharmaindustrie. Sein Fazit nach langer Ermittlungsarbeit: Wenn man sich die Methoden betrachtet, mit denen die Pharmaindustrie die Entscheidungsträger unter Druck setzt, so gehören die eigentlich in die mafiösen Strukturen. Mit rüden Methoden geht die Pharmaindustrie gegen Kritiker vor, wissen auch prominente Betroffene zu berichten. Ich habe erlebt, dass aus dem verschlossenen Hotelzimmer aus meiner Aktentasche Unterlagen, die für die Pharmaindustrie von Interesse waren, verschwunden sind. Als wir bemerkt hatten, dass da Leute uns nachspionierten, habe ich den Staatsschutz eingeschaltet, weil ich zu der Zeit politischer Beamter war. Und der hat das dann abgestellt. Und dann habe ich gelernt, dass in dieser Industrie es üblich ist, Gegner auszukundschaften, um was zu finden, mit dem man Druck ausüben kann. Druck und Drohungen hat auch Dr. Leonard Hansen erfahren. Er ist Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein und will die Arzneimittelkosten senken. Er verpflichtet seine Ärzte dazu, bei gleicher Qualität das jeweils kostengünstigere Präparat zu verschreiben. Für die Pharmaindustrie eine Kampfansage. Die Drohungen beinhalteten eben Sätze wie wir machen sie platt oder wir klagen sie in Grund und Boden. Und es war für mich dann schon erschreckend, manchmal zu erleben, wie einzelne Vorstände dieser Firmen wirklich jegliche Kontenance verloren haben und einem Unverhohlen gedroht haben. Und auch Mitarbeiter gesagt haben, pass auf, dass nicht mal irgendwann ein Reifen vom Auto auf der Autobahn fliegt. Und also da war schon richtig gehend Angst im Spiel. Politiker versuchen seit langem, die Arzneimittelkosten zu senken. Auch Horst Seehofer in seiner Amtszeit als Gesundheitsminister. Er wollte die sogenannte Positivliste einführen.
Nur noch wirksame Medikamente und Wirkstoffe sollten von den Kassen bezahlt werden. Der Pharmabranche drohten Milliardenverluste. Seehofer bekam deren Macht zu spüren. Viele Unternehmen wollten auf Seehofers Liste. Es kann nicht so sein, dass eine Positivliste danach bestellt wird, wer die stärkste Lobby hat, sondern sie muss nach wissenschaftlich sauberen Kriterien gemacht werden. Und dies war in überschaubarer Zeit nicht möglich und deshalb haben wir sie dann beerdigt. Übrigens jede Folgeregierung auch. Heißt das denn, dass die Lobby wirklich so stark war, dann die Pharmalobby gegen die Politik und sie quasi dann da zurückziehen mussten? Ja, das ist so seit 30 Jahren. Bis zur Stunde. Ein lauer Spätsommerabend in Berlin. Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller hat die Mitarbeiter der Ministerien und Bundestagsabgeordneten zu einer abendlichen Bootstour eingeladen. 4 Stunden ganz vertraulich. Man will unter sich sein, um die bis heute so erfolgreiche Lobbyarbeit fortzusetzen. Kosten der Vergnügungsfahrt? Geschätzte 30.000 Euro. Diese Nähe sollte gar nicht vorhanden sein, die mittlerweile da ist. Also es ist ein Geben und Nehmen, ein Kommen und Gehen zwischen Politikern, Ministerialbeamten und Pharmaindustrievertretern. Und das kann einfach nicht sein, weil in einer Familie, wenn man es also zur Cosa Nostra, zur eigenen Sache alles macht, dann natürlich dementsprechend die Kontrollen wegfallen. Cornelia Ieser, hier rechts zu sehen, hat zu diesem Abend eingeladen. Heute ist sie die mächtigste Pharmalobbyistin. Ihre Karriere begann aber in der Politik. Vormals war sie parlamentarische Staatssekretärin der CDU. Jetzt ist sie Hauptgeschäftsführerin des Verbandes der forschenden Arzneimittelhersteller. Auch andere wechselten die Seiten. Andrea Fischer, ehemalige Gesundheitsministerin im rot-grünen Kabinett, arbeitet jetzt in einer PR-Agentur als Pharmalobbyistin. Peter Schmidt, vormals gesundheitspolitischer Referent der SPD-Bundestagsfraktion, wechselte als Geschäftsführer zu ProGenerica, einem Zusammenschluss von Pharmafirmen. Hermann Hoffmann, vormals Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, macht jetzt Kommunikation für den Pharmagiganten Sandoz. Horst Teltschik, einst Berater von Bundeskanzler Helmut Kohl, ist heute Mitglied im Verwaltungsrat des Pharma-Riesen Roche. Politik und Pharmaindustrie. Geben und nehmen, kommen und gehen, hegen und pflegen. Dabei lässt man sich nicht gern stören. Wer ihnen zu nahe kommt, kriegt Ärger. So auch wir. Als wir unsere Aufnahmen machen, kommt Polizei, alarmiert von den Bootsausflüglern. Wir sollen abbrechen. Die Polizei nimmt unsere Personalien auf. Die traute Runde aus Pharmaindustrie und Politik macht weiter.